Es war einmal. Ein gewöhnlicher Tag und die modische Ziege wusste nicht, was der Tag bringen würde. Modisch! Modisch? Hey, modische Ziege! Was ist los, Wolf? Brennt es oder was? Ja, das tut es! Ein Feuer in meinem Herzen! Das ist los, Modisch! Was? Ich habe Tai Tai, die schöne Wolfdame, um ein Date gebeten und sie hat zugesagt. Wir gehen heute Abend aus. Oh, das ist toll. Toll, ja, aber ich brauche für diesen Anlass neue Kleidung. Das ist kein Problem. Ich muss auch gutes Essen besorgen. Das wird auch kein Problem. Ich muss richtig gut aussehen. Also das wird ein Problem. Okay, das war Spaß. Bevor wir uns um dein Aussehen kümmern, müssen wir diesen Gestank loswerden. Mein Gestank? Rieche ich denn nicht gut? Nein, tust du nicht. Du riechst nach vergorener Milch. Da könntest du recht haben. Was können wir machen? Modisch hatte eine Idee, wie man den Wolf sauber kriegen könnte. Geh schon. Rein in den See. Ich sagte rein da. Ich warte hier. Jetzt ist es Zeit für etwas Parfüm. Oh doch. Jetzt geh und hol etwas Honig aus dem Bienenstock. Okay, das mit dem Honig hat nicht funktioniert. Dann geh und hol etwas Milch von der Kuh. Ich denke, wir brauchen ein paar Erdbeeren. Schneide sie. Zerkleine sie. Mische sie. Ah, wunderbar. Jetzt mach dich fertig. Wie sehe ich aus? Vergiss das Parfüm nicht. Oh, super. Jetzt siehst du wundervoll aus. Der Wolf fand einen wunderschönen Platz im Wald und bereitete ein Picknick vor. Er wartete mit Blumen auf Tai Tai. Als sie kam... Beruhig dich! Schön, dich zu sehen, Tai Tai! Ich freue mich auch! Was ist das für ein Geruch? Erdbeeren? Wölfe riechen nicht nach Erdbeeren. Ich will dich nicht mal ansehen.
Schäm dich, Wolf. Aber ich hab das für dich gemacht. Haben wir zu viel benutzt? Entschuldige, Wolf. Ich wusste nicht, dass Teitei auf den Geruch von vergorener Milch steht. Nächstes Mal kein Parfüm, ich schwöre. Es war ein weiterer schöner Tag auf dem Bauernhof. Alle arbeiteten fröhlich, spielten Spiele oder unterhielten sich. Nur Erfinder war unglücklich, während sie Zeitschriften durchblätterte. Uff, ich habe keine Lust zu nichts. Sie wurde von Gelächter aufgeschreckt, das durch das Fenster kam. Jemand hatte an diesem Tag gute Laune, nicht so Erfinder. Wer hat so viel Spaß? Wie glücklich sie sind! Erfinder sah ihren Freund und rief nach ihm. Hey, was machst du da? Warum bist du so glücklich? Ich will ein Spiel. Was machst du? Es ist ein wunderschöner Tag. Mach doch mit! Erfinder war glücklich über die Einladung. Warte, ich komme sofort. Erfinder schloss sich ihrem Freund an. Ach, ich bin so froh, dass du hier bist. Mir war heute Morgen so langweilig. Sieh dir dieses tolle Spiel an, was ich hier gerade spiele. Was für ein Spiel ist das? Guck hier! Der Affe begann von Ast zu springen und von einem Baum auf den anderen. Er hatte viel Spaß, aber Erfinder? Ich kann sowas nicht. Doch, natürlich. Das kannst du auf jeden Fall. Erfinder war verärgert, denn egal wie sehr sie es versuchte, sie konnte es nicht tun. Dann kam ihr eine Idee. Warte auf mich, Affe. Ich bin sofort wieder da. In ihrer Werkstatt zeichnete sie einige Pläne, nahm ihren Schraubenzieher und Hammer und... Hier bin ich. Erfinder, wo warst du? Ich wollte gerade gehen. Was ist das? Meine neuen Arme. Guck mal. Willst du mal was Neues ausprobieren? Was schwebt dir vor? Erfinder und Affe nahmen sich an die Hand und machten Späße mit den anderen. Sie lachten und als sie nach Hause kamen, kamen sie am Wolf vorbei, der sich unter einem Baum ausruhte. Lasst uns ihm einen Streich spielen. Nein, es ist besser, wenn wir uns von ihm fernhalten. Du kennst ihn nicht. Wenn du ihm etwas antust, wird er es dir heimzahlen. Wir kommen nicht davon. Ah, okay. Ein schlechter Spaß, der kann schlimm enden. Aber wenn wir eine Dose an seinen Schwanz binden, so etwa? Oder wenn wir seine Füße zusammenbinden? Wenn wir einen Bienenstock auf ihn schmeißen?
wenn wir einen Ballon neben seinem Ohr platzen lassen. Der Wolf hörte Erfinder und den Affen lachen und folgte ihnen, um zu sehen, was sie machten. Was tun sie da? Schau mal an. Lange Arme, was? Was machen sie mit diesen langen Armen? In dem Moment aßen das Schaf und der Hund ihr Futter. Erfinder benutzte ihren langen Arm und vertauschte ihr Futter. Also spielt Erfinder Streiche, hä? Am Abend gingen Erfinder und Affe in ihr jeweiliges Zuhause. Und am Morgen? Oh nein! Hilf mir, Nachbarn! Was ist los? Jemand hat meine Eier gestohlen! Die Eier? Hast du wirklich überall geguckt? Ich habe nachgesehen, aber oh, jetzt sehe ich es. Hast du meine Eier genommen? Nein, habe ich nicht. Warum sollte ich das tun? Sind das nicht die Spuren von deinem Spielzeug? Erfinder sah sich die Spuren an. Ja, tatsächlich, das waren die Spuren ihres Spielzeugs. Aber sie wusste, dass sie die Eier nicht gestohlen hatte. Ja, die Spuren sind von meinem Spielzeug. Aber ich habe es nicht getan. Hast du jemals gesehen, dass ich etwas nehme, ohne vorher zu fragen? Nein, aber wie erklärst du dir diese Spuren? Erfinder war aufgebracht, weil das Huhn dachte, sie hätte etwas mit dem Verschwinden der Eier zu tun. Affe kam zu Erfinder und war überrascht, sie fast weinend vorzufinden. Was ist denn mit dir passiert, Erfinder? Die Hühnereier sind verschwunden. Warum bist du so traurig? Wir können ein paar Eier sammeln und sie dem Huhn geben. Komm schon, sei nicht traurig. Aber sie denkt, ich hätte sie. Sie hat Spuren von meinem Spielzeug an der Wand gesehen. Aber dein Spielzeug ist in der Werkstatt? Du hast recht. Lass uns gehen und nachsehen. Sie rannten in die Werkstatt. Das Spielzeug stand, wo es war. Guck, vielleicht hat es jemand genommen. Hey, ich kenne diese Spur. Wolf! Wolf hatte die Eier genommen, indem er unbemerkt Erfinders langen Arme benutzte. Hier ist er. Was macht er? Oh nein, er wird die Eier kaputt machen. Ich werde besser noch etwas Öl hinzufügen. Okay. Wir müssen sie retten. Schnell! Was für ein störrisches Ei! Es ist schwer zu zerbrechen! Ich muss es noch doller schlagen! Du böser Wolf! Du verdienst das hier! Unzerbrechbare Eier! Oh nein! Es war einmal, da lebte Mutterziege mit ihren 7 kleinen Geißlein glücklich auf dem Land. Die Mutter hatte den Geißlein immer beigebracht, dass sie sich vom bösen Wolf fernhalten sollten. So blieben sie immer dicht zusammen, damit der böse Wolf sie nicht erwischen konnte. Wenn sie von der Schule nach Hause kamen, machten sie brav ihre Hausaufgaben, spielten und lasen ihre Bücher, bevor sie ins Bett gingen. Eines Tages kamen sie glücklich von der Schule nach Hause. Sie setzten sich gemeinsam an den Tisch und verputzten die Kekse, die ihre Mutter ihnen mit Liebe gebacken hatte. Erzähl mal, wie war euer Tag? Wir haben heute im Geschichtsunterricht etwas über das alte Ägypten gelernt.
Wie schön. Ich habe viele Bücher über das alte Ägypten gelesen. Es ist eine der ältesten Zivilisationen. Das hat mich schon immer interessiert. Mama, denkst du, dass die Pharaonen schlechte Menschen waren? Warum fragst du? Ich denke, dass sie es waren, nach dem, was unser Lehrer gesagt hat. Mama, was bedeutet Pharao? Die Pharaonen waren die Staatsoberhäupter und ebenso die höchsten Priester in Ägypten vor tausend von Jahren. Mutter Ziege stand auf, ging zum Bücherregal und nahm ein Buch heraus. Sie setzte sich wieder hin und begann darin zu lesen. Da! Ich hab's gefunden. Dann lasst uns mal sehen, wer die Pharaonen waren. Der erste Pharao lebte vor mehr als 3000 Jahren. Die Herrschaft wurde von Vater zu Sohn vererbt. Die Pharaonen behandelten ihr Volk schlecht. Die Menschen waren alle sehr arm. Die Pyramiden waren große Grabstätten für die mächtigen Pharaonen. Einige der Pharaonen trugen unheimlich aussehende Masken. Warum haben sie Fallen in den Pyramiden eingebaut? Sie wollten nicht, dass die normalen Bürger sie betreten. Was waren das für Masken? Sie hatten verschiedene. Es gab Katzen, Adler, Hund, Wolf. Wolf? Das heißt, dass Wölfe schon immer schlecht waren. Das Leben früher war sehr hart. Das stimmt. Aber stellt euch mal das Leben zu dieser Zeit vor. Wie aufregend. Stellt euch mal vor, eine Pyramide voller Labyrinthe zu erforschen. Was für ein Abenteuer! Vergesst nicht den bösen Wolf. Stellt ihn euch mit uns vor. Das sagst du jetzt. Aber falls es so passiert wäre, hättet ihr alle ein Versteck gesucht. Nachdem die Geißlein ihre Hausaufgaben gemacht hatten, lasen sie noch ein Buch. An diesem Abend las jeder von ihnen ein Buch über die ägyptische Geschichte. Als sie sich ins Bett legten, schliefen alle sofort ein. In dieser Nacht träumten sie von dem, was sie gelesen hatten. Plötzlich wurde es hell im Zimmer. Das Licht kam von draußen und es war so grell, dass die Geißlein aufwachten. Was ist das? Was ist das für ein Licht? Aua, meine Augen! Die Geißlein öffneten das Fenster, um nachzusehen, woher das grelle Licht kam. Sie sahen ein riesiges, rundes Ding wie ein UFO. Es war so hell, dass es blendete. Was ist das? Es sieht wie ein Raumschiff aus. Ich habe Angst. Plötzlich erlosch das Licht und eine Tür öffnete sich. Eine sehr alte Eule erschien an der Tür. Leute, Leute, kommt her! Wer ist das? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, er braucht unsere Hilfe. Zögernd näherten sich die Geißlein der alten Eule. Kommt mit mir! Schnell! Wir brauchen eure Hilfe! Wer bist du? Warum brauchst du unsere Hilfe? Ich komme von sehr weit weg. Ihr müsst uns helfen. Ist das ein Raumschiff? Nein, es ist eine Zeitmaschine. Ich komme aus der Vergangenheit. Ich bin gekommen, um euch in unsere Zeit zu holen, damit ihr uns vor dem bösen Pharao rettet. Wir? Was können wir schon machen? Ihr habt den bösen Wolf vertrieben. Dann könnt ihr doch auch dasselbe für uns tun. Die Geißlein schauten sich an. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Die alte Eule sah so hilflos aus,
dass sie Mitleid mit ihm hatten. Wir müssen ihm helfen. Du hast recht, kommt schon, Leute. Die Geißlein stiegen in die Zeitmaschine. Die Maschine begann zu leuchten und verschwand. Die Geißlein fanden sich in der Wüste wieder. Wo sind wir? Wo hast du uns hingebracht? Schaut euch diese riesigen Bauwerke an! Pyramiden! Richtig, Kinder. Wir sind in Ägypten. Im alten Ägypten. Was passiert jetzt? Die Pyramide, die ihr dort seht, wird gerade vom Pharao Tutanchamun gebaut. Er will unbedingt die größte Pyramide der Welt bauen. Dabei vergisst er aber die Bedürfnisse der Bevölkerung. Das tut mir sehr leid. Die Menschen hungern und müssen Armut und Krankheiten ertragen. Jemand muss dies beenden. Der Pharao hat seinen Verstand verloren. Am besten wirft man ihn aus dem Land. Das müssen wir sorgsam planen. Die Geißlein steckten die Köpfe zusammen. Die alte Eule war neugierig und wollte wissen, was sie flüsterten. Hat jeder seine Aufgabe verstanden? Ja, es wird so sein wie in den Büchern, die wir gelesen haben. Wir brauchen viele Verbände. Gott sei Dank habe ich meinen MP3-Player und meine Lautsprecher mitgenommen. Die alte Eule brachte ihnen alles, was sie brauchten, zum Palast von Tutanchamun. Außerhalb des Palastes kletterte ein Geißlein auf die Schultern des anderen. Dann wurden sie von den anderen Geißlein mit den Verbänden umwickelt. So eine großartige Mumie! Ist die Sounddatei fertig? Alles ist fertig! Dann lasst uns anfangen! Zieht eure Masken auf! Alle Geißlein zogen die Masken an, die die Eule ihnen gebracht hatte. Die Masken gehörten den Vorfahren von Tutanchamun. Sie betraten den Palast und die Wachen liefen ängstlich davon. Die Tür zum Thronsaal des Pharaos öffnete sich und man hörte eine Stimme im Inneren. Was ist das für ein Lärm? Was ist da los? Wer wagt es, mich zu stören? Der Pharao kam heraus. Als die Geißlein ihn sahen, waren sie überrascht. Er sah dem bösen Wolf so ähnlich, dass sie Zwillinge hätten sein können. Ihr seid dran! Die zwei Geißlein, die mit den Verbänden zu einer Mumie gebunden waren, begannen in Richtung Pharao zu torkeln und unheimliche Geräusche zu machen. Wer? Wer bist du? Machen! Hilfe! Eins der Geißlein schaltete den MP3-Player ein. Plötzlich hörte man eine Stimme, die dem Vater des Pharao sehr ähnelte. Der Pharao war so erschrocken und wusste nicht, was er tun sollte. Ist es das, was ich dich gelehrt habe, mein Sohn? Ich habe dir beigebracht, nicht arrogant zu sein, und du bist genau das Gegenteil. Vater! Aber das ist unmöglich! Sei still! Vater, bitte vergib mir! Ich werde dich nie mehr enttäuschen! Was meinst du, alte Eule? Soll ich ihm vergeben? Sie sollten ihm noch eine Chance geben.
Dann sei dir verziehen. Aber höre ich noch einmal Beschwerden über dich, hole ich dich und nehme dich mit mir. Keine Angst, Vater. Du kannst mir vertrauen. Eule, du passt auf ihn, auf meinen Sohn auf. Und wenn er vom Weg abkommt, sagst du mir Bescheid. Verstanden? Jawohl. Die als Mumie verkleideten Geißlein torkelten zur Tür, wie sie gekommen waren, und verschwanden dahinter. Euer Plan war perfekt, Kinder. Vielen Dank. Los, klettert in die Zeitmaschine, dann bringe ich euch nach Hause. Die Geißlein bestiegen die Zeitmaschine. Alles war dunkel. Dann wurde es wieder leuchtend hell. Die Geißlein wachten in ihren Betten auf. Sie schauten sich an. Das Fenster, das sie vorher geöffnet hatten, war jetzt geschlossen. Es war, als ob sie nie den Raum verlassen hatten. War das echt? Oder hatten wir alle den gleichen Traum? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich denke, wir haben eine gute Arbeit geleistet. Es war einmal, da lebten 7 kleine Geißlein mit ihrer Mutter in einem kleinen, niedlichen Dorf. Eines Tages regnete es und überall waren herrliche Pfützen. Als der Regen aufhörte, wollten die Geißlein hinaus zum Spielen. Mama, Mama, der Regen hat aufgehört. Können wir rausgehen und spielen? Ja, das könnt ihr. Aber zieht alle euer Gummistiefel an. Haben wir schon, Mama. Ja, schau. Ich habe meinen Spielzeugdinosaurier mitgebracht. Er will auch im Wasser spielen. Schaut her, ich habe eine Rutsche für den Dinosaurier gebaut. Ich wünschte, wir hätten auch eine Wasserrutsche, auf der wir rutschen könnten. Ich habe von einer Stadt gehört, da soll es einen riesigen Wasserpark geben. Ja, unser Lehrer hat mir erzählt, dass es in Dubai riesige, spannende Wasserparks gibt. Wahnsinn! Auf nach Dubai! Mutter hat auch schon über einen kurzen Ausflug nach Dubai nachgedacht. Das wäre toll. Das höchste Gebäude der Welt befindet sich ebenfalls in Dubai. Aber ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Los! Lasst uns Mutter fragen! Mama, Mama, können wir nach Dubai fahren, bitte? Dubai? Wo habt ihr Kinder denn die Idee her? In Dubai gibt es den größten Wasserpark der Welt. Und wir lieben es, im Wasser zu spielen. Dort ist auch der höchste Wolkenkratzer der Welt. Aber ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Ich glaube, du meinst Burj Khalifa. Gut, das ist keine schlechte Idee. Ich liebe auch Wasserparks. Juhu! Währenddessen hörte ihnen der böse Wolf, der sich als Ziege verkleidet hatte, durch das Fenster zu. So, ihr fahrt also nach Dubai, ihr miesen kleinen Ziegen. Da fahre ich natürlich mit. Und dieses Mal werde ich euch kriegen. Die Reisevorbereitungen dauerten 2 Tage. Als der Tag der Abreise gekommen war, machten sich die 7 Geißlein und ihre Mutter auf den Weg nach Dubai. Kinder, wir werden bald landen. Wir werden zuerst unser Gepäck ins Hotel bringen und dann kann unser Ausflug beginnen. Wo wollt ihr zuerst hin? Wasserpark! Dann auf in den Wasserpark. Juhu!
Sie stiegen aus dem Flugzeug und fuhren zum Hotel. Dann machten sie sich schnell fertig und fuhren zum Wasserpark. Wasserpark! Pass auf! Wir kommen! Der böse Wolf könnte wieder hinter uns her sein. Also passt auf, Leute! Da sind wir, meine Kinder. In diesem Wasserpark haben Kinder und auch Erwachsene viel Spaß. Lasst uns unsere Tickets kaufen. Wie viele möchten Sie? 8, bitte. Ihr 2 geht bitte durch die rechte Tür, der Rest geht bitte durch die linke Tür. Es ist heute so voll, daher müsst ihr euch aufteilen. Meine Güte, in Ordnung, wir treffen uns drinnen. In Ordnung, Mama. Das war einfach. Die Geißlein sind so naiv. Okay, auf geht es, meine Kleinen. Ich werde euch helfen. Genau in diesem Moment blieb der Hut vom bösen Wolf in der Tür stecken. Und zum Vorschein kamen seine langen Ohren. Mutter Ziege sah dies und verpasste dem Wolf einen Stoß. Der Wolf flog durch die Luft und fiel in einem Pool. Du meine Güte! Nicht schon wieder Wasser! Ich hasse Wasser! Das wird ihm eine Lehre sein. Und jetzt lasst uns die Zeit im Park genießen. Meine Kleinen, oh! Der Park schließt jetzt. Lasst uns ins Hotel fahren. Morgen werden wir uns den höchsten Wolkenkratzer der Welt ansehen. Sie fuhren zurück zum Hotel. Nach dem Abendessen fielen sie alle müde ins Bett. Es war ein großartiger Tag gewesen. Guten Morgen alle zusammen! Heute werden wir zum höchsten Gebäude auf der Welt fahren. Seid ihr startklar? Ja! Mama, wie hoch ist die Burj Khalifa? Es ist 828 Meter hoch. Man fühlt sich, als ob man von den Wolken hinauf auf die Erde schaut. Wow, das ist atemberaubend. Unglaublich, das ist wirklich hoch. Da sind wir, meine Kinder. Dieses Mal gibt es kein Wasser. Wir werden sehen, wie ihr euch in diesem Hochhaus vor mir schützen wird. Mama, das Gebäude ist so hoch. Wird es nicht ewig dauern, nach ganz oben zu kommen? Nein, wird es nicht, weil es die schnellsten Aufzüge auf der Welt besitzt. In Ordnung. Seid ihr bereit für die Aussichtsplattform? Ja! Nachdem sie sich einige Zeit auf der Aussichtsterrasse verbracht hatten, wollten sie sich gerade auf den Weg nach unten machen. Da erschien der Wolf verkleidet vor Mutter Ziege. Und der Gewinner sind Sie! Ja, meine Dame, Sie haben gewonnen! Eine Wüstensafari für 8 Personen! Wirklich? Wir? Das ist ja fantastisch! Wann können wir die machen, Mama?
Wir können gleich losfahren, Kleines. Ist das nicht zu spät? Wäre morgen nicht besser? Wir möchten nachts nicht in einen Sandsturm kommen. Nein, meine Liebe. Die Zeit ist perfekt. Ich habe gerade erst den Wetterbericht gelesen. Okay, dann lasst uns erst ins Hotel fahren und einpacken. Dann können wir mit der Safari beginnen. Ja! Mutterziege ging zum Hotel und packte einige Sachen ein. Für den Fall, dass sie dort schlafen müssten, packte sie auch ein Zelt ein. Die Safari lief am Anfang ziemlich gut. Doch der Wolf brachte sie noch und noch weiter weg, ohne dass sie es bemerkten. Als es dunkel wurde, ging der Wolf zur Mutterziege und erläuterte ihr seinen Plan. Es ist so dunkel. Wir müssen hier übernachten. Wir können nicht zurückfahren. Das ist viel zu gefährlich. Oh nein. Aber wenn Sie es sagen, ist das so. Lass uns schnell die Zelte aufstellen. Das ist perfekt. Ich werde heute Nacht ein Festessen haben. Als er sicher war, dass alle Ziegen schliefen, wollte er seinen Plan umsetzen. Doch sobald er seinen Kopf aus dem Zelt steckte, ließ ihm eine starke Windböe Sand ins Gesicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich hab überall Sand im Gesicht. Niemand verlässt das Zelt. Der Sandsturm hat begonnen. Ha! Sandsturm! Warte ab, bis du den Wolfssturm gesehen hast. In dem Moment, als der Wolf aus dem Zelt trat, verstärkte sich der Sandsturm und begrub das zerfetzte Zelt des Wolfes. Nein! Nein! Ich hatte es fast geschafft! Als der Sandsturm vorüber war, trat Mutter Ziege aus ihrem Zelt und bemerkte, dass das Zelt vom Wolf verschwunden war. Wo ist unser Wegweiser? Er ist weg, aber das Auto ist hier. Das ist merkwürdig. Lasst uns zurück ins Hotel fahren. Das ist das Ende unseres Abenteuers. Hallo Leute, abonnieren Sie unseren Kanal Kondo-san und schauen Sie sich die beliebtesten Märchen, Kinderlieder und Zeichentrickfilme an. Vergessen Sie nicht, auf das Glockensymbol zu klicken, um Benachrichtigungen von uns zu erhalten.